Klaus, ja. Ein ziemlich emotionaler Moment. Ich habe mir gestern die Generalprobe angeschaut, habe so einiges vorbereitet, nicht, mit dem Kiosk und so weiter. Nicht. Und dann kam was, was gestern in der Generalprobe nicht da war. Und dann habe ich gesagt, was fragst du jetzt? Nicht? Klaus, da sind einige, denen stehen die Tränen in den Augen, ich glaube dir auch. Absolut. Und was mich total positiv überrascht hat, war, wie das Publikum reagiert hat. Also bevor die Kolleginnen und Kollegen reingekommen sind, war ja schon im Publikum eine Energie, das war ja unglaublich. Und das ist schön, wenn man das sieht, dass man geschätzt wird und dass die Arbeit geschätzt wird und vor allen Dingen unser Fasching geschätzt wird. Wir sind eine Familie und das ist das Geheimnis. Ich meine, man sagt immer Familie, viele sagen, wir sind eine Familie, aber hier sieht man, dass es wirklich eine Familie ist. Absolut. Es ist unglaublich, da ist kein Neid untereinander. Auch jetzt wieder mit den beiden neuen Kollegen. Ich kann mich erinnern, 2004 war Michel Müller das erste Mal da. Und da habe ich ihn in den Arm genommen. Ich habe komm und das zählt er immer wieder mal. Also, wir sind eine Familie. Nicht nur einfach gesagt, sondern das ist gelebt. Michel, geh mal her. Michel, weißt du, Michel, 2004? Bei deinem, müsst einer der ersten Auftritte. Da war ich noch gar nicht dabei. Warst du 2005? Ich war 2007 erst dann dabei. Dann war es 2007. Ja. Da habe ich mit dir, kannst du dich noch erinnern, da habe ich den gedrückt. Mhm. Und gesagt, das wird schon. Mhm. Das ist, was uns ausmacht. Ja, ja. Und ich weiß noch, wie du wiedergekommen bist. Da habe ich dich gedrückt, gell? Ja, genau. Ja. So ist es bei uns. Mhm. Also Familie. Familie ist richtig. Wir haben sie alle groß gekriegt, ne? Alle von der Mutterbrust entfernt. Ja gut, wir haben fränkischen Wein. Klaus, man will dich aber immer wieder nochmal sehen. Ja. Sag uns allen, wo dürfen wir dich sehen, wann dürfen wir dich sehen? Auch wenn es hier heute dein Abschied war, aber... Aufhören können wir ja nie, ne? Nein, also das wirst du nicht, das wäre ich nicht. Kabarett geht weiter, vielleicht auch bei kleineren Sendungen vom BR. Aber hier, da will ich jetzt wirklich den Platz räumen. Da kommen neue nach, junge nach und es waren 20 geile Jahre. Und wenn es am schönsten ist, hör mal auf. Geile Jahre, KKK. Danke, Klaus. Gerne. Ciao. Ciao, ciao.